So ein Drake in den USA, der bringt ein Album raus ohne Ankündigung. Warum klappt das in Deutschland nicht? Weil, also wenn ein Casper das vielleicht machen würde oder ein Sido oder ein Materia, dann würde das eventuell vergleichbar sein mit einem Drake, der trotzdem ja nochmal so einen globalen Input hat. Ja? Das haben unsere deutschen Rapper ja so nicht. Das wäre ja übertrieben zu behaupten. Aber wenn es dann halt irgendwelche Rapper machen, die im unteren Mittelfeld oder was weiß ich, dann kann man anhand der Zahlen, die man einsehen kann, wenn man einen GfK-Account hat, sehen, dass das einfach nicht funktioniert. Und das hat, glaube ich, einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn niemand weiß, dass es da ist, dann kauft es keiner. Das ist halt ein bisschen problematisch. Und deswegen ist es, in Deutschland muss man vorher lang genug sich ankündigen. Also pass auf, wenn Peter Fox morgen ein Album releasen würde, dann hätte er die gesamte Medienwelt auf seiner Seite. Die würden sich alle dafür interessieren und würden es promoten. Und der Typ würde wahrscheinlich wieder 200.000 davon verkaufen. Guck mal, der Punkt ist aber auch der, Peter Fox hat sein Album ja über ein Jahr in den Charts und er hat es auch immer noch weiter promotet, neue Videos, neue Auftritte, neue Einladungen zu Fernsehshows und so. Rapper kriegen das ja so noch nicht, das heißt Rapper müssen vorher ganz viel trommeln, um dann diese erste Verkaufswoche zu haben, weil sie vorher schon so viel, Leute kennen das Album gar nicht, aber kaufen es schon, die kaufen blind. Und Peter Fox kann einfach noch ein Jahr später verkaufen. Und wenn du als Rap-Künstler der Meinung bist, dass du ein Jahr lang dass du die Chance hast, ein Jahr zu machen, dann könntest du das tun. Wenn du das nicht hast, solltest du die Finger davon lassen. Trommele vorher wie alle anderen und alles ist gut. Hautfarbe, die muss man schlagen, natürlich. Selbstverständlich muss man die schlagen. Ich will das auch nicht. Ich will nicht, dass Politik halt die Fresse. Siehst du, genau so eine Scheiße immer macht er. Ah ja, genau. Man muss aus dem Dreck kommen, um guter Künstler zu werden. So eine Scheiße.